Hallo Anke und Christoph, ich bin MC Frosch und das ist DJ Panda. Und wir haben mal eine Frage an die Anke. Hau rein, DJ Panda. Ich bin MC Frosch und ich würde gerne mal etwas wissen. Du machst ja die deutsche Stimme der Marge Simpson. Kannst du mir dazu mal etwas verraten? Interessieren dich die Simpsons auch im Privaten? Also guckst du sie, magst du sie und findest du sie top? Und wäre das auch so, hättest du nicht diesen Job? Danke, Anke. Vielen Dank für diese Frage. Ich finde die Simpsons super. Ich bin eigentlich kein klassischer Zeichentrick-Junkie, werde aber bei manchen Sachen regelmäßig schwach, unter anderem bei den Simpsons. Insofern finde ich das, was ich da sehe, wenn ich im Synchronstudio stehe, immer sehr, sehr gut. Was fast noch mehr eigentlich an den Texten liegt, als an der Art, wie es gemacht ist. Die Texte sind und bleiben das Beste, was es gibt. Da bin ich ganz, ganz froh, dass ich solche Sachen sagen darf. Also was die Marge da manchmal sagt und macht, das ist schon toll. Das ist ein großer Glücksfall. Interessant ist jetzt der letzte Teil der Frage, inwiefern das auch Einfluss darauf hat, wie man eine Sache findet, wenn man das dann später annimmt oder macht oder gefragt wird. Das wäre ja fast sowas wie ein Casting. Das wäre ja fast sowas wie ein Bewerbungsgespräch, wie eine Bewerbungsgesprächssituation, dass man sagt, ich kenne die Simpsons auswendig und ihr könnt mir jetzt 100 Fragen stellen, ich werde sie alle richtig beantworten, darf ich dann den Job haben? Das wäre, glaube ich, die falsche Herangehensweise, wenn man danach besetzen würde. Das gilt fürs Schauspiel wie fürs Synchron. Das gilt eigentlich für die meisten Jobs vor Mikrofon oder vor der Kamera, möchte ich mal sagen. Dass nicht der den Job kriegt, der am meisten weiß über ein Format oder über einen Autor oder über einen Musiker, sondern der, der es dann am besten macht, der am besten draufpasst. Und so war es dann, glaube ich, bei mir, dass ich genommen wurde, weil ich mich stimmlich am besten an das Original anpassen konnte, anlehnen konnte, weil mir das sehr wichtig war. Nach Elisabeth Volkmanns Tod war das für alle eine ganz schwere Situation. Für die Macher, für die Fans, für mich sowieso auch. Insofern kann ich die Frage beantworten mit, wer am besten draufpasst, kriegt den Job. Das ist bei einer Band auch so. Wenn einer weiß, wie man eine Gitarre zusammenbaut, aber nicht so gut spielen kann, wird er in der Band nicht mitspielen. Es wird der mitspielen, der am besten spielt. Und der muss dann, wenn die Gitarre kaputt ist, die zu dem guten Gitarrenbauer bringen.